Und willkommen zurück zur. Ich habe praktischerweise so verhalten, dass ich im Ladestream Pause gemacht habe. Okay. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Weil hier, das ist die Kammer, die wir letztes Mal auch schon mal hatten. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl... Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay, und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht. So sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Nein. Das ist nur der lahme Hacker. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Ja, ich hab nichts getan. Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ja, hab ich. Oh nein, nein. Ja, hab ich etwa. Oh nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Das war ungewollt. Ich wollte dich gar nicht aktivieren, du Monster-Errungenschaft. Ist es nicht lustig, dann auch alle Folgennamen einzunehmen? Hören wir die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich.
Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, wenn ich da nicht mehr rede. Das ist ja die Sache. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deine Nacht an mir wieder und wieder durchleben. Das ist die letzte Kammer. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Das ist die letzte Zum Kammer. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, das klingt ja sehr dunkel, das. Das wird ein lustiger Pronomen, eigentlich. Der Kampf gegen Kledis. Ich muss ja nicht mal tun, wo ich den Namen herrede. Das kann ich nicht mehr über. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Ja. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Abend. So, jetzt der Jan. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Hitzewelle. Ja, du musst aber erstmal alles jetzt mal laufen kriegen hier. Aktuell ist es nur wird. Der Laden. Aber der zerfallen ist ein bisschen. Wieder. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Wer ist noch lebendig? Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja. Das hat sie das Ender jetzt eingetragen. Und mit 2:51 nehme ich das Spiel hier auf. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Das sagt gar nichts mehr dazu. Schön, muss das mal da hoch. Da haben wir den Umlenkungswürfel, der hier verdacht ist. Und das andere lösen wir, den wir da sehen. Und dann gratuliere, nicht zum Test.
Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. What? Okay, wir haben noch zugelegt. Toll. Ich weiß nicht, ob das Mikrodation finde ich ist, was so gehört. Aber ich glaube, das macht sich durch, was das Ding. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Was passiert dann nicht mal so testweise, wenn ich das an die Kamera haue? Nichts, okay. Aha, okay, interessant. Warte da. Wo ist der Button? Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel zum Aufzug. Also. Was sollen Sie aus Wissen anders sein, dass kleine Serien die Räume eigentlich alles manuell bewegen können, was im anderen Teil ja nicht so der Fall war gefühlt. Da waren die Wände eher massiv. Größtenteils. Das alles. Ja, aber ein bisschen umdesignt sozusagen, ja halt. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. So, wir haben den Ball, der hier drauf springt. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ich frag mich eigentlich, wo soll Portal spielen, bitte? Es ist ein riesen Testkammern. So viele. Wo sind die bitte? Und wenn wir manchmal Abgründe sehen, was man ja. Was gibt es im nächsten Test? Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. So. Da fällt noch ein bisschen aus der Decke. Okay, was muss ich denn hier? Ich bin mal kurz in die Gegend. Da ist das Teil. Zwei zum Anfang. Zwei zum Anfang, bitte. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern.
Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. So, jetzt haben wir den Kuchen. Leider tun muss, den wir dann auch noch auf das Teil landen lassen müssen. So, den haben wir jetzt hierher. Was aber ist, wir haben ja auch ein paar Schiff. Die ist sie noch gelandet. Die sind doch da oben. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. So. Mal gespannt, wie lange das dauert. Die letzte andere war 19 Testkammern und das sind jetzt 22, oder wie? Wir werden ja sehen. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Wir hören einfach mal zu. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So. Erstmal eins, der Tubus muss darüber. Der fliegt aber nicht so weit. Oh, der Jeep. Und drüber. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Kann ich nicht. Hab nichts. Doch. Oder? Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Hey, was ist das Portal? Mitten in der Nacht, Aufnahme von Portal. 3 Uhr. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. So, jetzt haben wir mal wieder... Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Ich hätte nämlich fragen, ob da wirklich was Richtiges rausthäme. Wenn man den Abteil Lamsan mal dieses Sample nehmen würde und das in Lamsan abspielen würde, ob wirklich da Sätze rausthäme.
Eine Frage, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nicht sehen kann. Die Rückkehr. Teil 3. Wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Wir haben es ja gesehen. Er war da. Er ist noch am Leben. Noch am Leben. Er ist noch am Leben. Jetzt hat er das gesperrt. Bitte nicht unterzählen, ihn noch merken. Also. Nein, da reicht es ja nicht aus. Okay, Blaues in die Decke. Die Testkammer machen wir noch den Part hier. Dann ist er schon wieder mit der Folge am Ende. Wir sind jetzt schon am Ende, aber jetzt mal noch in der Folge. So, kacke, dann haben wir jetzt eine Wand. Und dann haben wir praktisch was in vorne. Gang. Du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Ahem. Gladys. Wo ist auch dort der Arnett? Praktischerweise war das zu hören. So, fahren wir weiter. Bisschen Dino. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Erzähle dir vom Reh. Könnte ein praktischer Vollname vielleicht sein. Für die Fülle. Erzähle dir vom Reh. Für die nächste Folge. Ich muss mal gucken. Boah, ich muss auch hier. Ja, ich lerne euch jetzt nicht damit, wie ich nochmal nachgucken muss, was ich eigentlich als Bilder nehme für die Folgen und die Namen. Was ich bei Portal eigentlich ein bisschen bei Story Games gefühlt ein bisschen schwer finde. Aber dann, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss!